Okay, ich laufe doch nicht raus. Digga, wir sind auf den Dächern, hör mal auf. Lass mal, Bruder, lass mal. Los, geht jetzt raus, Mann. Frei ist. Links auf die Dach, Dinky. Die anderen. Kommt raus. Kommt. Rechts. Ey, schnapp die Bullenauto! Die alten Bullen weg. Du Schnalle! So, jetzt looten wir noch ein bisschen Freunde der Sonne. Bullenmagazine, wow. Hola, Achim. Hast du es geschafft? Ja, normal, Ali. Perfekt. Wo bist du denn? Im Casino schon. Okay, sehr gut. Perfekt. Wann startet Demo? Dieser Hof-Sonne. Wir starten das jetzt alle im Casino. Alles klar. Ja, beeilt euch. Adios. Alles klar, Mann. Warte, da ist gerade noch ein Officer. Den muss ich auch kurz abknallen. Ey, du, nimm deine Hände hoch. Steig mal ein, du Pico. Mann, bist du hier? Nichts, Bruder. Bisschen gechillt, Mann. Was geht bei dir? Ein bisschen gechillt. Wo ist die von Bilal? Nein, Bruder, alles gut. Ich habe mit Bilal geredet. Mhm. Dann habe ich gesagt, lass mich mal kurz hier ab, weißt du, ich will zu dem Ort, als wo ich deine Mutter geschwängert habe. Mhm. Hat er mich hier abgelassen und ist dann weitergefahren. Da habe ich gesagt, schau mal, lieber Mann, lieber Bilal, hier wurdest du geboren. Und dann war er ein bisschen traurig, hat angefangen zu weinen und ist dann weitergefahren. Aber wie sieht's aus mit Geld, Bruder? Warte, machen wir gleich. Warte, ich telefoniere kurz mit Wiesel. Bruder, mir geht... Hallo, Herr Marquez. Hola, Frau Baum. Hallo. Haben Sie Zeit für einen Bericht? Diesmal mit einer Kamera, die funktioniert vielleicht. Oh, nee, eigentlich wollte ich jetzt gerade ab in die Haie. Ja, besser ist es nicht, dass Sie noch einen guten Bericht raushauen, was ja bei Ihnen Mangelware ist. Das stimmt wohl. Sieh, okay, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine gute Nacht, ja, und danke Ihnen auf weitere beschissene Beiträge. Jawohl. Auf Wiedersehen. Sehr gerne. Tschüss. Toasty, wenn mich mal ein Mädchen abknallen sollte, weil das eine Bitch ist, würdest du dich jemals mit ihr wieder treffen und mit ihr ausgehen oder so? Normal, ich wurde die Tachtern, Alter. Was würdest du? Tachtern. Was, du auch? Normal, würde ich auseinandernehmen. Aber würdest du dich mit ihr so treffen? Klar, Mann, bisschen Zunge in Halsstecken. Ihr seid ja alles 31er, ihr Bastarde. Hey, Amigo, gönn doch mal. Aber wohin fahren wir jetzt? No, ich fahre einfach ein bisschen durch die Blitzer und genieße es, dass ich nicht geblitzt werden kann. Ja, gib mir doch mal mein Geld, Bruder. Denkst du, wird es heute kalt draußen? Ich denke schon. Ja, was machen wir jetzt? Ja, mein Geld, Bruder. Gib mir mein Geld und danach gehen wir eh zum Date. Warte, aber Bruder, nicht mit... Warte mal. Doch nicht mit Kopfauto. Was machst du, Bruder? Wer ist das denn? Tut mir leid, Sir. Ist alles okay bei Ihnen, Senora? Alles gut. Okay. Du hast gerade mir komplett die Freude. Hola, Mandy, du geile Sau. Komm mal ein bisschen näher an die Auto, Baby. Tasti. Warum fährst du das Auto immer noch? Was fahr ich? Oh, schöne neue Auto. Ich bin Bullis. Ach so. Mhm. Undercover. Und Fahrrad auch? Si. Ah, deswegen die neue Nummer. Si. Willst du jetzt mit mir auf eine Date ausgehen oder nicht, Mandy? Ich bin verheiratet mit Rick. Wer ist Rick? Der da. Stacy, mein Ehemann. Wir kennen uns, oder? Ah, das ist Rick. Rick, wie geht's dir, mein Freund? Alles klar? Na klar, alles klar. Bei dir alles klar. Und hast du schon mal probiert bei Mandy? Ich sag dir ehrlich, traumhafte Frau, oder? Ja, oder? Du sollst doch am besten kennen. Du warst normal. Mit dir zusammen. Ja, normal, Amigo. Na war klar. War auf jeden Fall geil, sag ich dir ehrlich. Noch nie so eine heiße Schnitte gesehen wie Mandy. Hallo, Kira. Leider hast du sie verloren. Hi. No, ich wollte sie loswerden, weil die hatte schon mit jedem was hier, weißt du? Achso, jetzt willst du wieder ein Date mit dir haben, oder was? Schau mal, Rick, aber ist ja egal, du nimmst ja auch die Reste, das wissen wir ja schon. Du hast doch gerade nach einem Date gefragt, Tasty. Klar, halt so zwischendurch zum Spaß haben. Ah. Was geht's sonst bei dir, Rick? Ja, alles bestens, Mann. Ich bin gerade erst aufgestanden, weißt du? Okay, Mann. Hey, Rick. Genau, sehr richtig. Okay. Peinlich. Das war Bruder, was ein Abgang. Ja, das war was ein Abgang. Ja, das war ein bisschen peinlich. Ja, ist doch okay. Ich hab verstanden, war peinlich, okay? Das ist peinlich. Ja, ist doch okay. Ich hab verstanden. Zieh ab, Bruder. Steig auf, Bruder. Ja, am besten fahren und halt fern von ihm. Was machst du denn? Okay, gib mir mal mein Geld jetzt endlich, Mann. Ja, wir fahren doch zu Achim jetzt. Warum, Bruder? Du hast doch das Geld eingezahlt. Achim, du Rotzlöffel. Mal rede vernünftig mit mir. Wo bist du denn? Ich war gerade zum Casino. Okay, jetzt fährst du es. Du hast vor einer halben Stunde hast du gesagt, du bist in 5 Minuten da. Ja, Business Meetings, kennst du das doch. Okay, ich bin jetzt vor die Casino, beeil dich. Okay. Adios. Ja, Bruder, wie viel haben wir jetzt gemacht? Ja, so 15.000, 20.000. Bruder, was laberst du, Mann? Zieh mich mal nicht ab, wallah. Nein, 40, warte, ich habe jetzt auf Tasche, also 40 habe ich einbezahlt und jetzt habe ich auf Tasche 4.400. Wie viel Geld haben wir jetzt gemacht? 44.000. Also die Hälfte ist 22. Oh, ist gut.
Alles klar, dann lass uns mal. Wo ist Achim? Ey, Farod, die suchen nach uns. Wir bekommen 10.000 Dollar Strafe, wenn die uns erwischen. Ah, maximal gut, Strafe. Da wird nichts passieren, Mann. Wo ist Achim? Ah, da ist er doch. Achim, mein Bruder. Hola, Achim. Und du darfst nicht vielleicht in die Tiefgarage fahren? Ja, komm. Mach auf. Ja, warte, ich muss eh hin. Hey, ist das dein verdammter Ernst? Paul, es tut mir leid, Mann. Hola, Achim, gehen wir in die Büro, oder? Ja, natürlich. Und, haben dich die Cops erwischt? Mich? Nein. Boah, nice, Bruder, du bist echt gut. Nein, Bruder, ich bin entkommen, ich habe 3 Cops gepickt. Also, ich wusste schon, dass sie so eine Scheiße machen. Ich habe um die Ecke noch ein Audi geparkt. Bin damit dann entkommen. Aber Bruder, woher wussten die Cops das, Mann? Oder die komplette Stadt wusste Bescheid. Ich habe keine Ahnung, was hier gemacht. Ja, normal weiß jeder Bescheid. Aber warum, Toasty? Wir haben doch nur zu so Familien und zu Gruppierungen gesagt, dass da ein Rennen stattfindet. Es gibt überall Snitches, Mann, du weißt doch. Soll ich euch einen Namen nennen, warum? Wo ihr auch wirklich Mitschuld habt. Wo denn? Torben. Was ist das denn? Torben? LSC. Hat der uns verraten? Ja, der hat das denen erzählt, der den und so wusste die komplette Stadt Bescheid. Ja, LSC-Chef, so heißt der. Hey, Toasty, schreib dir diesen Namen auf. Das ist die LSC-Chef? Ja. Okay, dieser kleine Bist Bastard. Du sicher, dass der das war? Ja. Okay, wir So, Achim, dann kommen wir mal zu der Geschäftliche. Achim, mein Freund. Bitte schön. Wo sind unsere 40.000? Hast du doch schon bekommen? No, die Preisgeld. Da gab es ein Rennen. Ja. Und wer hat gewonnen? Also gewonnen hat, wer war das noch? Von die Vatos Locos war das, oder? Wie ist der nochmal? Nein, Bruder, Bilal hat doch gewonnen mit diesem scheiß Ferrari. War das Bilal? Ja, also Bilal oder keine Ahnung wie der. Ja, Bilal ist auch, glaube ich, gefahren. Ja, Bilal war in die Finale, aber ich glaube, die Vatos Locos Tup hat das geschafft. Einer von Vatos Locos auf jeden Fall. Auf jeden Fall war das aber nicht dieses Rennen, was wir uns erhofft haben. Und, Bilal, guten Abend. Hast du ein Rennen gemacht im Underground? Okay, perfekt. Ja, das war's schon. Alles klar, guten Abend noch. Du hast uns gefickt. Ja, hier lügen mich 2 Leute an. Du hast an. Uns gefickt. Wieso sagst du mir? Alles klar, Bilal. Lauf weiter. Warte, hat der gerade Bilal angerufen? Ja. Yeah. Oh mein Gott, was für Bilal, Bruder? Ich hab gesagt Bilal mit P, nicht Bilal. Meint ihr nicht? Ich hab Kontakte. Bruder, was redest du, Mann? Ey, der denkt, ey, Pilal der Junge ist so lost, Pilal, Bruder. Kennst du Pilal nicht? Der Pilal hat auch zufällig einen Ferrari mitgehabt. Ja, natürlich. Ferrari mit Vanilla drin. Ey, bitte, Farod, halt einfach deinen Schnauze, bitte. Ich bitte dich. Okay, gut. Achim, folgendermaßen, das war die Budget. Wir mussten ja Leute organisieren und so. Weißt du, was ich meine? So, guck mal, jetzt herrscht ein anderer Wind hier. Ich will die Hälfte der Einnahmen von heute haben. Oha! Und nächste Woche veranstalten wir wieder das Event. Aber es wird kurz vorher geplant. Die Leute werden kurz vorher Bescheid gegeben. Achim. Hör mal zu. Wir haben hier ein Rennen gemacht. Wir haben unsere Leute riskiert. Kuliakan, Schaltzentrale. Weißt du, was die alle sagen? Die sagen alle, was habt ihr gemacht? Ihr habt uns gefickt. Die wollen uns alle unsere Köpfe. Wir sind die Arsch, Achim. Wir haben das riskiert. Wir sind am Arsch. Und du kommst mir jetzt und sagst nach die Hälfte der Einnahmen. Lack, wer bist du, dass du Hälfte der Einnahmen willst? Machst du jetzt hier mir einen auf Arafat oder was? Bruder. Pablo, wie geht's dir? Und tut mir leid heute nochmal, ne? Eine Frage, willst du meinen Arsch haben jetzt nach dem Event? Nein, doch nicht dein Arsch, mein Arsch. Und frag mal, ob er Gusenberg verloren hat. Unsere Arsch. Guck mal, Pablo, bist du sauer auf Farod? Frag mal, ob er seine Gusenberg verloren hat. Ach so, okay. Meine Arsch will er haben, nicht Farod. Toasty, Mann, Toasty will er. Oh, Alter, Achim, du hast keine Ahnung. Er will Toasty sein Arsch. Ich konnte mich ja noch rausreden. Er hat seine Gusenberg verloren, er ist aggressiv, er will Toasty sein Arsch. Ich muss jetzt meinen Kopf dafür hinhalten. Okay? Und, Du hast ja Sendepause, ihr beide geht raus. Wir reden morgen nochmal. Ich will euch heute nicht mehr sehen. Achim, schau mal, wir können über alles reden, Mann. Wir sind doch Geschäftspartner. Achim, das... Morgen 20 Uhr will ich Achim, euch Mann, wir reden sehen. Doch nur ganz normal. Achim, Mann. Hey, Alter, Mann, was ist das hier für eine Scheiße? Mann, was ist das für eine Scheiße? Ich scheiße auf sein Büro, Mann. Ich scheiße da drauf. Mach hier. Keine Kack nicht da, noch mehr rein. Da hast Nein, du hier. Alles gut. Ah! Marquez, zeig mal ein bisschen Respekt. Ich sag so. Das jetzt Wo das ist die Respekt mal. Uns gegenüber? Wo ist unser Respekt? Wir werden hier gar nicht respektiert, Amigo. Ihr habt 25.000 jeder bekommen, dafür, dass ihr das macht. Ich hab euch vorher gesagt, die Bullen werden kommen. Ihr wolltet nicht auf mich hören. Doch, wir haben ihn doch auf die gehört. Das ist eure eigene Schuld. Ihr habt uns abgesogen.
Wieso haben wir euch abgezogen? Wenn, dann habt ihr uns abgezogen. Noch Scheiße bei den anderen über uns rum erzählen. Farod, erklär denen bitte, warum die uns abgezogen haben. Ich erklär gar nichts mehr. Ich lass Taten sprechen. Hier, ich fick auch seinen Stuhl. Farod, komm runter da jetzt. Verdammte Scheiße, habt ihr uns gefickt, Bruder? Ihr habt uns auseinandergenommen, wir haben gar nichts mehr. Ich habe Bullenstrafe bezahlt, ich bin nicht entkommen, die haben mich gefickt. Ich hab euch das doch gesagt, die Bullen weißt werden was kommen. Was die Cops uns jetzt geben wollen? Die wollen uns 10.000 Dollar Strafe geben, wir sind auf der Fahndungsliste. Euch schockt das ja nicht. Ihr seid ja im Schatten. Wir wollen damit ja auch nichts zu tun haben, deswegen haben wir euch beiden 25.000 gegeben. Ja, und jetzt sind wir im Arsch, können wir die 25.000 direkt wieder rausgeben vor Strafe? Ja, wenn ihr 10.000, 13.000 Strafe bezahlt, habt ihr immer noch 10.000. Und ihr habt noch die Hälfte von den Einnahmen. 10.000, wow. Andere Tür. Richtig Abzocke, Alter. Wurden wir wieder verarscht. Und was haben wir für Einnahmen? Was habt ihr denn für Einnahmen gemacht? Gar nicht, Bruder. 10.000, wie viel 15, hast du gemacht? 15 bis 20.000, 18.000 oder so. Gut, dann würden wir 10.000 kriegen. Guck mal. Wie, das ist ja mehr als 50%. Ja, wir kriegen, ich sag ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Wir kriegen 8, die Hälfte 000. Davon. 8.000 ist die Hälfte. Dann rechne dir mal aus, wie viel Minus wir gemacht haben mit der Scheiße. Ich frag mich halt, wie ihr 16.000 nur gemacht habt, wenn da über 40 Leute waren. Komm, halt deine Schnauze, man steckt deinen Kopf aus seinem Arsch, du Pisser. Der ganze Zeit kommt er mir mit da und da und da. Wenn du das besser weißt, dann stell du dich doch an die Tür. Organisier das doch, du. Hab ich Achim drum gebeten? Alter, deine Fresse. Du hast gar nichts drum gebeten. Du hast auch kein Mitspracherecht. Ich und Toasty haben das hier veranstaltet. Unsere Arsch haben wir regelt. Verdammte Scheiße, Alter. Was das für ein Saftladen. Ey, Bruder, wie sieht's jetzt aus mit Vorschuss, Mann? Ihr habt 25.000 bekommen. Bruder, was ist denn los mit dir, Mann? Er hat 18.000 gemacht. Bruder, das ist nichts. Guck mal, wenn ihr das ganze Geld jetzt gerade habt, habt ihr 70.000 gemacht. Was? Insgesamt. Jeder von euch 25 plus die 20.000 vom Eintritt. Wir müssen in die Garage hinten. Willst du wirklich mit dem Auto fahren? Ja, was? Warum nicht? Und die Sache ist, wahrscheinlich müssen wir beim nächsten Mal einen Standortwechsel wirklich machen, weil jedes Mal kommen da die Bullen hin. Ich hab euch das gesagt. Machen wir. Ja, alles klar, Mann. Pass auf dich auf, Bruder. Ey, das war alles nur Spaß, ne? Ja, Mann. Wir haben alles gut, hier. Alles Besser, gut. Mann, Bruder. Noch auf. Mach noch die Tür auf, du Hurensohn. Pass auf dich auf, der ist auf jeden Fall auf der Blacklist, der Mann. Ey, ich glaube, den müssen wir mal so einpacken, Bruder. Ja, normal machen wir das. Bruder, ich sag dir ehrlich, schau mal, Toast, die Scheiße auf das. Bruder, da ist ein Kopf, Bruder, bitte, Walla, ich will nicht zu diesem Date zu spät kommen. Bruder, der dreht um, Bruder. Oh nein, oh nein, oh nein. Bruder, lass uns rein, Nein, komm auf. Mach auf. Verdammte Scheiße. Ey, ich brauche Hilfe! Achim, ich muss mit Helikopter raus, die Bullen sind da, die wollen meinen Arsch! Okay, nimm mich auf Dach, schnell, komm! Scheiße, komm mit! Hier geradeaus! Gerade! Ja! Wie kommen wir auf Dach? Genau, geh hier rein! Ich komm nicht rein! Scheiße! Wir müssen die tragen! Wir haben ein Problem! Oh, fuck! Wo sind denn die Bullen? Die sind unten hier! Komm rein! Ich komme rein, Scheiße! Wie komme ich hier rauf? Geh nicht, Rimmel! Trag mich hoch! Ich kenne das nicht. Der soll wieder kommen schnell. 6.5 hours later. Okay, jetzt. Wie komme ich jetzt auf die Dach? Ich sehe dich, Achim. Wohin? Komm mit. Welche Richtung, Achim? Wo ist das denn? Andere Richtung. Und jetzt? Achim, komm schnell. Die Bullen sind schon da. Wir müssen los. Ja, sind die schon hier oben? Ich weiß es nicht. Schnell, mach auf. Ist frei. Geh rein. Sind die da? Komm mit. Geh weg. Geh mir aus dem Weg, du Wichser. Ja, die sind schon auf dem Dach, wir können nichts mehr machen. Wir müssen hier warten. No. Ey, ich bin wo ist Farod? Oh nein, bitte sag nicht, Farod wurde geschnappt. Wurde der? Ich glaube, der wurde geschnappt. Geht der nicht dran? Wie kommen wir hier raus? Ja, wieder durch ganz normal dahinten. Ja, die Cops sind überall, Tasty. Was machen wir jetzt? Ich muss mich umziehen. So, mit der oben Händen rauskommen, ich krieg das LSPD. Die sind da! Schaut rein und guck mich hier schlafen. Okay, wir sind auch hier. Verdammte Scheiße, Mann. Komm hier raus. Oh nein! Natürlich, die besten. Alle, die sie nicht verloren haben, einmal bitte rausgehen. Bruh. Ah, meine Hände hoch. Ist jemand drin? So, einmal die Hände hoch, sie werden festgenommen. Die Hände hoch. Einmal bitte rumdrehen. Ihr Hupsohne. Ja, mach nichts. Ihr Gottverdammte Hupsohne. Kollegin raus, nur einer. Halt deine Fresse, du Glatzkopf! Dein Spielstück, der hier, ne? Super. Ich spuck auf deine Glatze, du Hundesohn.
Ah, Herr Marquez. So, ich guck nicht. Das ist falsch rum. So. Hier raus. Das ist ein Labyrinth hier. Was ist das für ein Irrgarten hier, Alter? So ein Kindergarten. Ein komisches Casino. Stecken Sie den hier in den Fahrzeug? So, Kopf einziehen. Ich steck's hier kurz rein. Also ein bisschen Abstand. Genau, ja. So. Viel Spaß, Herr Marquez. Das ist komisch, Alter. Sie will den Joint von mir haben, doch ich frag sie, wie es ihr geht. Fader. Baby, bitte vergiss deine Sorgen, ich will, dass du auf